Okay, ich bin gerade ein wenig baff. Wir sind also ein Sklave. What? LOL. Folgen Sie mir. Ja, ich folge dir. Au, 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 au. Okay. Bis. Hä? What? Was? Hä? Hä? Bin ich gerade gestorben? Ich glaub nicht, oder? Nee, sonst wäre ich jetzt gleich sofort gerespawnt. Oh, what the fuck? Was, hä? Ich bin verwirrt. Wir sind also ein Sklave, der auf Wärst du so freundlich instant reagiert und hört, was der Typ sagt. Und Atlas gibt es nicht, es ist eigentlich Frank Fontaine. Aber wer ist Frank Fontaine? Tannenbaums Unterschlupf. Okay. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich glaube, ich habe alle deine Kleinen gerettet, ne? Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Unangenehme Dinge? Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Rette dich vor Fontaine? Kommen Sie mit! Da ist er! Der wird uns alle retten! Wer ist das? Nicht hier. Ich mag ihn!
Ich mag ihn, ich mag mich auch. Ich muss da hoch also, ja, aber ich kann nicht hoch. Er hat mich gerettet. Ja, ich hab euch alle gerettet. Ich hab alle gerettet. Okay. Wer ist das? Er ist hier, um uns zu helfen. Hä? Ach so, sie macht... Ah, okay. Sie macht jetzt erst auf, okay. Sind wir also... Wir sind von Tannenbaum und Souchong erschaffen worden. Oh nein, das ist einer... Das ist der kleine Welpe. Nein. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herzen zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Alles klar. Okay. Bestes Spiel, also Infinite. Wenn du Fontaines Controller entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Ich finde auch, also ich habe bisher nur Infinite wirklich durchgespielt. Bis auf die letzte Mission, weil die letzte Mission finde ich kacke. Aber ja, ich fand Infinite auch mega geil. Ich finde Bioshock hier auch echt gut. So, muss ich sagen. Mal sehen, wie Bioshock 2 wird. Aber ja, bist du doch. Infinite ist, glaube ich, am geilsten. Ich treffe nicht. Ich will erstmal kurz hier, ne? Ganzen Sachen durchsuchen. Wo ist jetzt der Typ hin? Ach, da oben. Geh weg. Hör auf, da runter zu rennen. Na, ich finde die letzte Mission bei Dings halt übel scheiße. Oder meinst du jetzt hier bei Bioshock 1? Das ist das Ende Mindfuck. Hier finde ich das Ende echt Mindfuck. Aber ich finde die letzte Mission von Bioshock Infinite halt übel beschissen. Das ist halt so eine... Das versaut, finde ich, echt das Spiel. Muss ich sagen. Aber aufs Derbste. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. Jetzt habe ich keine Panzerbrechen mehr. Ledergranaten? Nein, ich rede von drei. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe die letzte Mission halt nicht mehr gespielt, weil ich mir so dachte, nee, das tue ich mir nicht an. Ich werde das Spiel halt nochmal wirklich spielen und dann noch durch, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich da keinen Bock drauf. Weil die letzte Mission halt einfach, wie gesagt, ich fand sie komplett kacke. Die hat mir persönlich das Spiel komplett versaut. Kamera, okay. Geh weg. Mann. 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 Ich bräuchte normalen Schrot. Wie gesagt, das Ende direkt nicht. Ich habe halt, wie gesagt, aufgehört. Bevor ich das Ende wirklich erreicht habe. Weil die letzte Mission einfach scheiße war. Wo bin ich denn hier eigentlich gerade, Alter? Nein, ich komm nicht her. Komm du doch her. Da bist du. Ja, ich ignoriere dich mal. Ich habe keinen Adam, verdammt. Okay.
Hier ist nichts Interessantes, okay. Bis hier oben noch so. Alkohol. Alkohol ist immer gut. Halt die Schnauze jetzt. Spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen, diese Osteuropäerin, diese Tenenbaum, ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung, aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Bienvenido al Amorito! Irgendwie redet er nicht weiter jetzt, ne? Oder hab ich was? Irgendwie, ja. Dann spiel definitiv das Ende von Infinite, dann änderst du vielleicht deine Meinung. Bin dann mal wieder weg, Buddy. Alles klar. Ja, wie gesagt, werde ich noch, nachdem ich 1 und 2 gespielt habe. Und dann auch durchspielen. Auch die letzte Mission, auch wenn ich sie kacke finde. Aber, ja, werde ich noch. Und alles klar, dann haust du wieder rein. Eigentlich brauche ich nichts mehr wirklich, ne? Holen wir uns noch das beides einmal, zack. Jo. Ja, werde ich auf jeden Fall noch machen. Nein, ich will. Ach, ich hab keinen Platz mehr, okay. Lol, wo kommst du denn her? Okay. Kommt er das nur so vor, dann machen die wirklich keinen Schaden. Irgendwie? Nicht, oder? Ha. Naja. Okay, dann halt nicht. Gehen blank, brauche ich nicht. Ich bin momentan zufrieden mit meiner kompletten Auswahl. Leiche, Pistolenmuni. Nehme ich doch alles immer gerne mit. Schrot. Ich blute, oh nein, ich blute. Oh. Du bist tot, gleich. Was war dir lieber, tot oder Blut? Ne? Willst du nur erwähnt haben. Können wir uns noch irgendwas Cooles herstellen? Antipersonenpatronen könnten wir machen, machen wir auch. Und ansonsten... Nee, stellt Dings wieder her, wenn Schaden, Schraubenschlüssel... Eigentlich macht das Sinn, oder? Aber eigentlich auch nicht. Ich brauch das alles nicht so wirklich. Aber okay. Oh. Oh. Das ist jetzt natürlich... Das ist natürlich nice, dass hier nochmal ein Big Daddy ist. Den... Na doch, doch, den nehme ich doch gerne mit. Den nehme ich doch gerne mit. Ich bräuchte einmal bitte... Nicht Splitter, sondern Kontaktmine. Genau. Und dann... Schocken. Brennen. Kontaktmine. Oh. Ah. Na, ah. Ah, das. Ah, das jetzt. Oh. Oh. Ah, das war. Das war schlecht. Okay. Verdammt. Verdammt. Das war echt. Hä? Ach so, mein Herz, oh. Meine neuen Freunde werden dich bald erwischen. Hatte ich hier nicht eine Medi-Station? Egal, ich nehme uns einfach. Ey. Na? So, ist mein Sound leiser geworden? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Der Big Daddy hat doch jetzt genau wenig Leben. Ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Und retten. Nein. Oh, sie ist gerettet. Sehr nice. Danke, Mr. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert. Nur okay, eine fehlt. Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sehr sind da Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Leg sie da! Sie sehen gar
Woher haben die gerade Damage bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Ich würde ganz gerne einmal kurz hier hinten hingucken. Ach, hier, ah, okay. Hier ist ein neues Dings-Chamber, bla. Au! Was hat er denn gerade geschossen? Okay, erstmal Kamera ausgeschaltet. Wo ist diese Flasche hingerannt? Oh, hey! Verfolg dich! Okay, sonst ist hier nichts mehr. Alles klar, hier ist nur eine Leiche. Das ist ein Big Daddy. Das ist der zweite, den wir brauchen. Au. Okay. Haben wir nochmal eine Medi-Station oder so? Das erstmal kaputt machen. Au. Jetzt hau du einfach ab. Komm her jetzt. Ich bräuchte eine Medi-Station. Ich bin nämlich gerade ein bisschen im Arsch. So vom... Wow. Okay. Da ist eine Medi-Station. Napalm nehme ich mit. Waffen-Upgrade, Leute. Was nehme ich denn? Ich nehme Granatwerfer-Immunität. Okay, der Big Daddy läuft gerade hoch. Können wir hier noch rein? Hier kann ich noch rein. Ich will, glaube ich, aber erstmal den Big Daddy besiegen. Ich bin 10-mal besser! Big Daddy, kümmere dich mal um ihn. Eure Gesichter sind geschwollen. Hey. So, meine Güte. Okay, habe ich geladen. Ionischen Schrot, bitte. Ich nehme mal Splittergranaten. Ja, der Rest muss reichen. Einfach mal unter Schock setzen. Splittergranate. Splittergranate. Okay. Kurz vor. Oh Gott. Okay. Und retten. Nein. Doch, 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 doch. Damit haben wir auch hier beide Little Sisters gerettet. Ich muss hier hoch, wie es aussieht. Lohnt es sich hier nochmal alles zu untersuchen? Weiß es nicht. Es lohnt sich eigentlich immer alles zu untersuchen. Also von daher. Ja, wird man nicht so viel Muni verschwenden dadurch.